Ja, hallo zusammen. Die Anzahl der neu gemeldeten Fälle an das Robert-Koch-Institut von Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hat, steigt rapide an. Gegenüber dem Vortag sind es über 6.000 neu gemeldete Fälle. Die Kurve steigt rapide weiter an. Wir stehen an einer Schwelle, wo die Virusausbreitung nicht mehr kontrollierbar bleibt. Es ist noch nicht zu spät. Wir können das noch verhindern. Der Virologe Christian Drosten hat gesagt, es gilt, den Zeitpunkt, wo die Virusausbreitung noch kontrollierbar bleibt, nicht zu verpassen. Dies bedeutet, dass wir das jetzt erkennen müssen, dass eine Gefahr droht und dass wir auch hiergegen etwas tun. Das bedeutet vorrangig natürlich auch, unsere Kontakte einzuschränken, nicht zwingend notwendige Kontakte ganz einfach zu vermeiden und vor allen Dingen auch die AHA-Regeln, hierzu zählt ja auch das Lüften, konsequent einhalten. Man muss hierzu auch sagen, dass ein Großteil der Bürgerinnen sich an die Maßnahmen ja auch hält. Corona-Leugner haben ganz einfach die Gesundheit anderer Menschen aufs Spiel setzen und auch gefährden und vor allen Dingen auch viele weitere Menschen, wo sich ja auch die Cluster bilden und das sich auch verbreiten kann, haben hier ganz einfach in unserer Gesellschaft keinen Platz. Das ist, glaube ich, nicht nur meine persönliche Meinung. Christian Drosten spricht davon, dass wir insgesamt zwei Maßnahmen in einer Kombination brauchen. Das ist, wie ich gerade auch schon erläutert habe, zum einen die AHA-Regeln mit Lüften, die im Prinzip allgemein wirksam sind und die jeder von uns ganz einfach und unverbindlich verfolgen kann. Das ist ja letztendlich ein mildes Opfer, sage ich jetzt mal so. Und als zusätzliche Maßnahme eine Maßnahme gegen die Cluster, die da wirksam sind, wo auch Cluster entstehen. Die spezifische Ausrichtung der Fallerfassung auf die Infektionstätigkeit, auf die sogenannten Quellcluster, das bedeutet, wo hat man sich letztendlich infiziert? Hierbei ist die Konzentration darauf zu legen, auf die Verfolgung des Zeitpunktes, nicht während der Infektion, sondern auch vor der Infektion. Woraus hat der Patient sich seine Infektion zugetragen? So ist es sehr entlastend für die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung, wenn ein Patient sagen kann, mit wem er vor 7 Tagen Kontakt hatte. Professor Dr. Christian Drosten spricht ja schon seit längerer Zeit davon und empfiehlt, dass jeder Bürger ein sogenanntes Kontakt-Cluster-Tagebuch führen sollte. Das ist mit relativ einfachem Aufwand zu bewerkstelligen. So könnte zum Beispiel jeder Bürger abends im Smartphone, so sagt Drosten, ja, oder auch auf einem Notizblock, einen ganz normalen Zettel, ganz einfach schreiben, wo war ich heute in einer Situation oder wo bin ich in einer Situation geraten, wo eigentlich zu viele Leute auf einen zu engen Raum zusammen waren. Bin ich in Kontakt in eine Situation geraten, wo vielleicht in einem geschlossenen Raum der Abstand nicht eingehalten wurde oder vielleicht auch nicht jeder eine Alltagsmaske getragen hat. Das kann zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln gewesen sein, das kann im Einkaufszentrum gewesen sein oder was weiß ich, von mir aus auch auf einer Tagesveranstaltung und vieles mehr. Ich finde es persönlich als sehr gut, wenn ich mich als Bürger, sage ich jetzt mal, selbst daran beteiligen kann und mithelfen kann bei der Verfolgung der sogenannten Quellcluster.
es ist gut, dass wir Bürger selbst auch was tun. Und wir können uns diesbezüglich nicht allein auf die Gesundheitsämter verlassen. Das Führen eines Tagesbuches sorgt für eine Verbesserung der Nachverfolgung und hilft natürlich ganz besonders auch bei der Erkennung von den köchelnden Quellclustern, so wie es Professor Dr. Drosten auch gesagt hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen angenehmen Tag.